Ja, ihr Lieben, ich habe euch eine besondere Botschaft mitgebracht. In den nächsten Tagen werden wir über die Bilder der Liebe nachdenken. Bilder der Liebe. Es ist ja so, ich habe ein schönes Zitat gefunden, das heißt, um die Dunkelheit zu vertreiben, muss man Licht machen. So ist es auch mit uns und mit dem Irrtum. Am besten begegnet man dem Irrtum, indem man die Wahrheit aufzeigt. Durch die Offenbarung der Liebe Gottes zeigt sich dann die Verdorbenheit und die Sünde des Herzens, das sich selbst zum Mittelpunkt macht. Also es hat keinen Sinn, über das Böse immer wieder nachzudenken und über das Schlechte. Es ist besser, über das Gute und über das Positive nachzudenken, über die Wahrheit nachzudenken, und dann wird die Finsternis, das Böse, automatisch wegkommen aus unserem Herzen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass ich jetzt in den nächsten Tagen mit euch positive Bilder bespreche, Bilder der Wahrheit, nämlich die uns Freude bringen, die uns Mut machen und wie ein Licht sind, wie ein Sonnenstrahl sind, der dann die Finsternis der Entmutigung und der Depression oder was auch immer es ist, vertreibt. So wollen wir jetzt also Bilder der Liebe betrachten. Ich habe 10 Bilder mitgebracht, also spannend wird das werden, und ich hoffe, ihr passt gut auf, damit wir dann das nächste und übernächste Mal wissen, welche Bilder wir schon besprochen haben. Das erste Bild der Liebe ist das Bild des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Das Bild des Künstlers zu seinem Kunstwerk. Das ist ein besonderes Verhältnis, eine besondere Beziehung. Eine besondere Liebesbeziehung eigentlich. Es ist ja tatsächlich so, und ich frage mich heute, in welchem Bild findest du dich wieder? Heute im Bild des Geschöpfes gegenüber dem Schöpfer. Jeder hat sicher schon etwas von euch gemacht, gebastelt, gestrickt, gezeichnet, was auch immer es ist. Und das, was du gemacht hast, ist für dich doch wertvoll geworden, oder? Ganz besonders, wenn es etwas ist, was dein Kind gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder ganz klein waren und sie aus Plastilin etwas geformt haben oder der Manuel aus Lego etwas gebastelt hat. Das war für uns wertvoll. Wir haben das fotografiert, wir haben das aufbehalten. Manche hängen sich die Bildchen und die Zeichnungen an die Wand. Das erinnert sie daran, das hat mein Sohn, das hat meine Tochter, das habe ich gemacht. Das heißt also, jeder von uns hat schon etwas gebastelt und gemacht, und das, was er gemacht hat, hat er dann auch wertgeschätzt und nicht gleich wieder weggeworfen. Das hat er sich aufbehalten und vielleicht auch dem einen oder anderen gezeigt. Das heißt also, jeder liebt das, was er gemacht hat, besonders wenn es sehr gut gelungen ist. Ja? Wenn es nicht gut gelungen ist, dann macht man es noch einmal, damit es dann besser wird. Aber wenn es gut gelungen ist, dann denkt man sich, das habe ich gemacht. Und ich erinnere mich da, wir haben es heute schon gesungen, an dieses Bild, das uns in Jesaja 64, Vers 7 vor Augen steht. Jesaja 64, Vers 7. Und da heißt es: Nun aber, Herr, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir sind alle deiner Hände Werk. Das heißt also, Gott liebt uns wie ein Künstler sein Kunstwerk. Und es ist ihm gut gelungen. Denn es heißt in der Schöpfungsgeschichte, siehe, es war alles sehr gut. Und er hat seine ganze Liebe hineingelegt. Er hat sein ganzes Herz hineingelegt in die Schöpfung.
und ganz besonders in die Schöpfung des Menschen. Denn bei den Tieren und bei den Pflanzen, da hat er immer nur gesprochen und es war da. Aber beim Menschen hat er sich niedergebückt, hat er mit seiner Hände den Erdkloß geformt, hat sich schmutzig sozusagen gemacht für uns. Und was er noch gemacht hat, er hat uns ins Leben geküsst. Er hat uns angehaucht und hat uns den Atem des Lebens geschenkt. Das heißt also, er liebt uns wie ein Künstler sein Kunstwerk. Was lieben denn die Menschen nicht alles an Gegenständen, besonders wenn sie etwas erreicht haben, einen Pokal zum Beispiel? Ja, der Pokal wird geküsst oder die Goldmedaille, die wird geküsst. Das habe ich erreicht, das habe ich gemacht. Das ist doch etwas ganz Besonderes. Man hat also eine besondere Beziehung zu dem, was man gemacht hat. Man stellt es aus, man hängt es auf, damit jeder es sehen kann. Schau her, das habe ich gemacht, das habe ich gemalt, das habe ich gezeichnet, das habe ich gebastelt. Und es ist also so, dass das Werk, das ich gemacht habe, auch dementsprechend einen Wert bekommt durch den Schöpfer. Ja? Wenn zum Beispiel ein Bild von einem Rembrandt gemalt worden ist, dann ist es etwas besonders Wertvolles, oder Van Gogh, ja, dann ist es etwas Wertvolles. Und das Werkstück bekommt also den Wert von dem, der es gemacht hat. Das heißt also, wenn etwas made by Porsche ist, dann ist das etwas Besonderes, weil das der Porsche gemacht hat. Und so ist es auch bei uns. Und ich erinnere mich noch an meine Kindheit, ich habe auch immer gerne gebastelt und ich habe ein Schiffchen gebastelt. Und in meinem Dorf in der Nähe von Salzburg, in Sitzenheim, da gab es einen Bach, das war der Mühlbach. Und der Mühlbach war ein breiterer, schon ein stärker fließender Bach. Und ich hatte dort mein Schiffchen fahren lassen. Und das konnte ich deshalb, weil der Mühlbach eine kleine Ausbuchtung hatte. Und da war das Wasser stiller. Da ist es nicht so mit einer Strömung gewesen. Und ich habe dieses Schiffchen angebunden an einen Faden und habe es ein bisschen weggeschubst von mir und dann wieder zu mir gezogen, ein bisschen weggeschubst und wieder zu mir gezogen. Und ich habe mich sehr gefreut über mein Schiffchen. Das war ja ein, ich habe da alle meine ganze Liebe hineingelegt und mein ganzes Geld hineingelegt, was ich als Taschengeld gespart habe, und habe mir mein Schiffchen gebaut. Und war stolz auf mein Schiffchen. Das war mein Werk, meiner Hände Werk. Und dann ist mir leider etwas passiert. Ich habe es ein bisschen zu weit hinausgeschubst und dann ist es in die Strömung gekommen. Und die Strömung hat das Schiffchen mitgerissen. Und da hat es losgerissen, ich habe es nicht so fest angebunden. Und jetzt ist das Schiffchen weggetrieben von mir und den Mühlbach entlang geschwommen. Und ich war jetzt ganz traurig, was mache ich denn jetzt mit meinem Schiffchen? Ich habe es ja lieb, ich habe es ja wertgeschätzt. Und das habe ich, was soll ich machen? Ich habe geweint und ich habe mir gedacht, was, ich kann ja da nichts machen. Ich habe nur eines gewusst, weiter vorne ist eine Brücke. Und dann bin ich gelaufen, dass ich schneller gelaufen bin als der Mühlbach. Und bin auf die Brücke und wollte mich auf die Brücke legen und die Hand runterhalten, damit ich das Schiffchen dann aus dem Mühlbach herausziehen konnte. Aber ich war schon so traurig, denn der Mühlbach, der hat ja viele Steine und das Schiffchen ist über die Steine drüber und untergegangen, wieder drüber und unter. Es war ja eigentlich schon ganz zerstört. Aber ich hatte das Schiffchen lieb, weil das war ja mein Werk. Das habe ich ja ganz besonders geliebt. Und so habe ich mich da auf die Brücke gelehnt und gelegt und habe diese Hand ausgestreckt, ganz weit, weit, damit ich ja runterkomme. Aber ich bin zu klein gewesen. Das Schiffchen ist gekommen und ist unter meiner Hand vorbei. Ich konnte es nicht erreichen. Ja, ich habe geweint, ich war traurig und bin da weiter neben dem Schiffchen hergelaufen. Es war schon fast zerbrochen, aber der Mühlbach, der hat das mitgerissen mit seiner Flut.
Ich habe gewusst, wenn ich das Schiffchen nicht rette, dann ist es für immer verloren, denn der Mühlbach geht in die Saalach und die Saalach in die Salzach und dann ist es vorbei. Ich habe nur einen Weg gesehen. Ich musste als kleiner Junge in den Mühlbach springen. Und mit lebensmüde sozusagen sprang ich da mit aller Liebe zu meinem Schiffchen in den Mühlbach hinein, bin natürlich auch wieder durch die Strömung, über die Steine und habe mir meine Knie aufgeschunden und blutig war ich, aber ich habe mein Schiffchen gefunden, gefangen gehalten, festgehalten und mit letzter Kraft konnte ich mich ans Ufer retten und war sozusagen dann wieder, ich habe es gerettet, das Schiffchen. Und mit meinem Einsatz meines Lebens. Und ich denke, das ist eine besondere Art der Liebe. Die Liebe des Künstlers, des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Und ich möchte euch ermutigen, an dieses Bild zu denken, denn Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns wunderbar gemacht, er hat uns geschaffen und er liebt uns, so wie ein Besitzer, ein Künstler sein Kunstwerk. Und so sagt uns die Bibel auch zum Beispiel, dass Gott der Weinberg ist und wir sind, nein, Entschuldigung, dass Gott der Weingärtner ist und wir sind der Weinberg. Ja, in Jesaja 5, Vers 7 heißt es da, dass Israel der Weinberg ist. Jesaja Kapitel 5 und hier Vers 7. Israel ist des Herrn Zebaoth Weinberg und die Männer Judas seine Pflanzung. Und das erinnert uns dann ganz besonders an Johannes Kapitel 15, wo es heißt, dass Gott der Weinbergbesitzer ist und wir sind die Reben. Und was macht er nicht alles als Weinbergbesitzer? Er schneidet, er hegt, er pflegt den Weinberg, er baut eine schützende Mauer um den Weinberg, er bewässert den Weinberg, er bemüht sich, damit wir Frucht bringen. Und ich denke, das ist das wunderschöne Bild, das uns die Bibel hier zeigt. Er sieht in uns sein Werk und er interessiert sich für sein Werk, er liebt sein Werk mit einer Art der Liebe, die wir ein bisschen nachvollziehen können. Also denkt daran, dass ihr ein Geschöpf seid, von Gott geschaffen und dass ihr wertvoll seid, weil ihr nicht von irgendjemandem gemacht worden seid, sondern von dem Schöpfer Himmels und der Erde, von dem großen Gott, dem allmächtigen Gott. Und so sind wir Geliebte, in einer Art und Weise, die wir heute ein bisschen nachdenken wollen, nämlich ein Bild der Liebe wie ein Künstler sein Kunstwerk. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass Michelangelo vor einem Felsblocken gestanden ist. Und in diesem Felsblock hat er schon den David gesehen, den er machen wird, oder die Pietà, die er machen wird. Ihr habt sie euch sicher schon einmal angeschaut, diese wunderschönen Statuen und Figuren, die er aus einem globigen Felsen herausgeschlagen hat. Und da hat er sich viel Mühe genommen, viel Zeit und viel Kraft eingesetzt und er hat schon gesehen, was einmal werden wird. Und er hat wirklich ein Wunderwerk gemacht. Denn wenn man sich diese Statuen anschaut, die hat er ganz einmalig gemacht. Ganz besonders aus Stein, wie echt gemacht. Das heißt also, er hat diesem Kunstwerk seinen Wert gegeben. Und die Menschen heute behandeln das sehr sorgfältig, weil es ein Michelangelo gemacht hat. Und genau dasselbe bist du und ich. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind wertvoll und wir sollten auch dementsprechend miteinander umgehen. Und wir dürfen Gott loben und preisen und danken, denn er gibt uns unseren Sinn. Er gibt uns unseren Wert und er sagt, warum er uns gemacht hat und wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Er liebt uns. Und jetzt denken wir heute daran, wie Gott uns lieb hat. Er liebt uns wie ein Künstler sein Kunstwerk, wie ein Besitzer sein Gut. Ich meine, jeder hat von euch auch irgendetwas, was er besitzt. Zum Beispiel habe ich ein Auto, ja, das muss man schon wertschätzen. Das muss man pflegen und hegen. Der andere hat wieder Blumen, die er besitzt. Die muss er auch hegen und pflegen.
Er muss sich also auch um diese Dinge kümmern und schauen, dass sie nicht kaputt werden, dass sie nicht zerfallen. Man baut ein Haus, dann muss man auch pflegen und hegen und immer daran arbeiten. Man hat einen Garten angelegt. Ja, es ist doch was Schönes, wenn man da etwas, einen Baum pflanzt und dann dementsprechend beschneidet und so weiter. Man muss immer daran arbeiten. Warum? Weil wir darin einen Wert sehen, weil wir es schätzen, weil wir es lieben. Und so ist es also, dass wir heute ermutigt werden, Gott anzubeten als Geschöpfe. Betet den Schöpfer an, ist die große Botschaft für diese Zeit heute. Betet den Schöpfer an und der Ruhetag, der siebente Tag der Woche, der jetzt dann beginnt, erinnert uns daran, dass Gott uns lieb hat, wie ein Künstler sein Kunstwerk. Dass er uns schätzt, dass er uns hegt und pflegt, wie ein Weingärtner seinen Weingarten. Dass er uns bewahrt und behütet, wie ein Töpfer seinen Ton, den er gemacht hat, um eben etwas aus uns zu machen. Und dann muss man halt auch mit Tongefäßen sehr vorsichtig umgehen. Wie schnell zerbricht ein Tonkrug? Und so ist es also, dass die Bibel uns sagt, schon wie im Schöpfungsbericht deutlich wird, wir sind wunderbar geschaffen worden. Und so ist auch er unser liebender Schöpfer. Und wir wollen ihn jetzt anbeten, wollen danken dafür, dass er unser Schöpfer ist und erinnern uns daran, dass er uns so lieb hat, wie ein Schöpfer sein Kunstwerk. Und wir erinnern uns daran, wir haben das ja selber immer wieder gepflegt. Wir haben auch in der Schule, zum Beispiel, wenn man in die Schule kommt, da sind Bilder ausgestellt, da sind Basteleien ausgestellt. Ich war jetzt vor kurzem in der Tschechei in einer wunderschönen Schule und da haben sie alle ihre Kunstwerke ausgestellt. Es ist einfach schön zu sehen, schau, das habe ich gemacht. Und das hegt man und pflegt man. Und genauso hat eigentlich meine Frau einmal zu mir gesagt, weißt du, das, was ich bin heute, hast du aus mir gemacht. Sie war eine sehr, wie soll ich sagen, schüchterne Frau. Heute weiß sie ihren Wert und kann auch ihren Selbstwert festhalten. Und ja, das ist einfach auch eine Art der Liebe, wo man den anderen beeinflusst. Und so seid ihr Beeinflusser, Influencer. Und vergesst das nicht, dass ihr auch andere in gewisser Weise formen könnt. Durch euer Vorbild, durch euren positiven Gedanken, durch eure positiven Einstellungen, Worte und eure Liebe. Ja, das war der Gedanke, den ich heute zuerst einmal mit euch teilen wollte. Also, Bilder der Liebe. Das erste Bild der Liebe ist also was für ein Bild? Das, jawohl, das Bild der Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Adam und Gott. Bitte? Wie sie sich gegenseitig die Hand reichen. Ja, du siehst das an einem Adam Bild. Genau, wie Gott Adam die Hand reicht. Ganz richtig. Dankeschön. Wollen wir noch mit einem Lied, mit den letzten zwei Strophen abschließen und dann auch mit einem Gebet noch abschließen. Lass uns noch beten zusammen. Unser lieber Vater im Himmel, so wie wir gesungen haben, nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Du bist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Du bist der Künstler und wir sind dein Kunstwerk. Und wenn wir dem anderen begegnen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, lass uns immer wissen, dass du jeden Einzelnen lieb hast. So lieb hast, wie ein Künstler sein Kunstwerk. Denn du hast uns wirklich wunderbar gemacht. Du hast uns nach deinem Ebenbild geschaffen. Und so dürfen wir wissen, dass wir wertvoll sind und dass wir geliebt sind. Mit einer ganz besonderen Liebe. Und so danken wir dir, dass wir jetzt an diesem beginnenden Tag der Ruhe, an diesem Sabbattag, dich loben und preisen dürfen als den Schöpfer und dich anbeten dürfen, als den, der uns gemacht hat. Es ist uns ganz wichtig, dass du uns so lieb hast.
Hab Dank im Namen Jesu. Amen. Amen.